Ja, vielen Dank, Sebastian, für die sehr nette Vorstellung und die freundliche Begrüßung. Ich möchte Ihnen heute also ein Gebiet vorstellen, das besonders auch durch seine Interdisziplinarität auffällt. Denn nonverbale Kommunikationsforschung wird in ganz vielen verschiedenen Disziplinen betrieben. Und das werde ich Ihnen auch versuchen zu demonstrieren, schon an einigen kurzen Definitionen, die ich Ihnen dann gleich vorstellen möchte. Zunächst einmal habe ich Ihnen ein Zitat mitgebracht von Quintilian. Das hat also gut 2000 Jahre auf dem Buckel, fast. Um Quintilian geht es darum bereits um die perfekte Rede. Also wenn Sie wissen, die Rhetorik war in der Antike ja eine eigene wichtige Disziplin. Der Redner musste glaubwürdig agieren und da gab es eben schon die ersten Überlegungen auch zur nonverbalen Kommunikation. Und Quintilian sagt, wenn umgekehrt Gebärde und Miene mit der Rede in Widerspruch steht, wir also Trauriges mit heiterer Miene sagen oder etwas mit Kopfschütteln bekräftigen, so dürfte gewiss den Worten nicht nur aller Nachdruck, sondern sogar die schlichte Glaubwürdigkeit fehlen. Ihm geht es also bereits um den Widerspruch zwischen verbaler und nonverbaler Kommunikation. Und in einem Kommunikationsprozess, in einer Face-to-Face-Interaktion, kann so ein Widerspruch fatale Auswirkungen haben. Ich zeige Ihnen jetzt einen ganz kurzen Filmausschnitt von einem Film, den es auch auf YouTube gibt. Der heißt Nonverbal Communication and Culture und ist vor, glaube ich, 5, 6 Jahren entstanden am Institut für Medien und Kommunikation der New York University. Und wenn Sie an das Quintilian-Zitat denken, dann wird Ihnen auffallen, dass die Professorin, die gleich zu sprechen beginnt, Borisov, entschuldigen Sie, im Grunde das Gleiche sagt wie Quintilian. One, not communicate. This famous quote highlights the important role that nonverbal communication plays in human interaction. If I say, I'm not angry, clearly my nonverbal communication is contradicting. What are you going to believe? The important point is that nonverbal communication is extraordinarily powerful, and oftentimes we don't have control in the same way we do our verbal messages. The critical and cross-cultural intercultural interaction is that we don't know that our nonverbal communication or our comfort zone is being violated until we are actually in encounter or interaction with individuals from other cultures. How we use space, time, touch. Es tut mir jetzt leid, dass Sie so eine Wechselwirkung hier im Ton hatten. Haben Sie, im Großen und Ganzen konnten Sie sie verstehen. Also auch sie weist darauf hin, dass nonverbale Kommunikation in einer Gesprächssituation durchaus auch widersprüchlich sein kann und dass man darauf achten muss, weil man an Glaubwürdigkeit verliert. Und sie bringt auch schon andere Punkte an. Sie spricht natürlich von nonverbaler Kommunikation zwischen Menschen aus verschiedenen Kulturen. Und das ist ein wesentlicher Punkt der nonverbalen Kommunikationsforschung. Nonverbale Kommunikation ist nicht etwas, was wir intuitiv einfach machen, was wir von Kindheit an quasi beherrschen, sondern sehr viele nonverbale Kommunikationsakte sind kulturell geprägt. Das heißt, wir erlernen sie im Laufe der Zeit und sie können natürlich dazu führen, dass wir in einer Gesprächssituation mit jemandem aus einer fremden Kultur uns für den merkwürdig verhalten, beziehungsweise er sein Verhalten für uns nicht ganz mit seiner Kommunikation, mit seiner verbalen Kommunikation zusammenpasst. Also Sie sehen, es ist ein wenig ein heikles Feld, das wir hier betreten und was uns oft vielleicht auch nicht bewusst ist, in einer Kommunikationssituation, also in einer Gesprächssituation, ist der Prozentsatz
der Information, die nonverbal vermittelt wird, sehr, sehr hoch. Dazu gibt es Untersuchungen von Judy Burgoon, einer Psychologin, die festgestellt hat, dass 60-65% der Information, die in einem Gespräch vermittelt wird, nonverbal und nicht verbal übermittelt wird. Also das ist eigentlich mehr als die Hälfte. Und natürlich ist auch wichtig, dass nonverbale Kommunikation ankommt bei einem Gegenüber und dieser versucht es zu interpretieren bzw. zu deuten. Wir benutzen zur Entzifferung von nonverbaler Kommunikation unsere gesamten Sinne. Also nicht nur das Gehör, das oft in der Kommunikationssituation als vorrangig betrachtet wird, vielmehr nehmen wir visuell wahr, also über das Auge. Und da natürlich spielt die nonverbale Kommunikation eine ganz wesentliche Rolle. Ich habe Ihnen vorhin auch gesagt, nonverbale Kommunikation ist ein Forschungsbereich, der über viele Disziplinen sich erstreckt. Er hat seine Wurzeln eigentlich in der Psychologie. Ich werde Ihnen das an einigen Beispielen dann auch belegen, also an Definitionen. Natürlich ist es ein zentrales Thema in den Kommunikationswissenschaften, in den Medienwissenschaften, in der Linguistik. Also die Sprachwissenschaft beschäftigt sich auch seit einiger Zeit sehr intensiv mit nonverbaler Kommunikation, der Psychologie und eben auch der Literaturwissenschaft seit circa 20, 25 Jahren. Denn natürlich kommunizieren ja auch die Protagonisten, die Figuren in einem literarischen Text miteinander. Ich habe mich deswegen auch immer mehr natürlich auf Prosatexte konzentriert, weil dort die nonverbale Kommunikation natürlich am ausführlichsten beschrieben wird. Aber es gibt auch Untersuchungen zu nonverbaler Kommunikation im Drama, natürlich durch die Regieanweisungen, die ein Autor oft gibt. Gibt er eigentlich nonverbales Verhalten den Schauspielern vor? Und es ist natürlich auch in der Lyrik möglich, dass nonverbales Verhalten beschrieben wird. Mein Schwerpunkt lag aber eigentlich immer mehr auf der Prosaliteratur. Und wenn Sie sich das überlegen, wenn wir in einer normalen Kommunikationssituation uns befinden, dann schauen wir auch oftmals über gewisse Unstimmigkeiten in der Kommunikation unseres Gegenübers hinweg. Es ist uns vielleicht auch gar nicht so bewusst, es stört uns vielleicht eine Kleinigkeit, aber wir messen dem eigentlich nicht immer große Bedeutung zu. In einem künstlerischen Text, also in einem literarischen Text, muss man eigentlich davon ausgehen, dass die dort beschriebene nonverbale Kommunikation sowohl bewusst vom Autor eingesetzt wurde, er hat das ja hingeschrieben, es kam ja nicht irgendwie über ihn, und natürlich ist sie meistens auch intentional. Das bedeutet, sie verfolgt einen gewissen Zweck. Und das ist eigentlich auch ein wesentlicher Aspekt, dass nonverbale Kommunikation in der Literatur von der nonverbalen Kommunikation in unserer Alltagssituation unterscheidet. Aber nun möchte ich Ihnen eine ganz kurze Definitionsgeschichte eigentlich aufzeigen und möchte bei dem ersten Text beginnen, der von dem Psychiater Jürgen Rüsch und dem Dichter und Literaturwissenschaftler Weldon Keyes verfasst wurde, und zwar bereits 1956. Die beiden haben eigentlich in Kooperation diesen Begriff Nonverbal Communication, also nonverbale Kommunikation, begründet, und so hieß auch ihre Studie von 1956. Für sie beide umfasst nonverbale Kommunikation jeden Bereich des zwischenmenschlichen Informationsaustausches oder der zwischenmenschlichen Kommunikation, der sich nicht der gesprochenen Sprache bedient. Das ist also ein sehr weites Feld. Sie versuchen das ein wenig einzugrenzen und sprechen von Sign Language, Action Language und Object Language. Sign Language, das sind für sie all jene Gesten, die sprachersetzend wirken, also die wir anstelle von Sprache verwenden. Action Language, darunter fassen sie alle Formen der Bewegung des menschlichen Körpers zusammen. Mimik, Gestik, Haltung, Sitzpositionen, die man einnimmt und so weiter und so fort. Also das große Feld,
das wir dann später auch als Kinesik kennenlernen werden. Object Language ist für sie auch bereits ein wichtiger Aspekt. Das bedeutet, dass wir nicht nur mit unserem Körper kommunizieren, sondern mit allem, was wir mit uns tragen. Das umfasst Accessoires, das umfasst Kleidung, das umfasst Brillen, Haarteile, oder Tattoos, wie wir uns schminken, wie wir unsere Frisur tragen. All das bringt etwas zum Ausdruck. Damit vermitteln wir unserem Gegenüber eine gewisse Form von Information, die dieser versucht zu entziffern und in sein Bild, das er sich von uns macht, einzutragen. Das wären also diese drei Unterscheidungen nach Rüsch und Kies. Allerdings, für sie spielt nonverbale Kommunikation eher in Richtung Sprachersatz eine wesentliche Rolle. Sie gehen noch nicht so sehr auf sprachbegleitende nonverbale Kommunikation ein, die natürlich auch einen wesentlichen Teil unserer Kommunikation ausmacht. Und was für sie auch in diesen Bereich nicht hineinfällt, das wäre der große Bereich der Parasprache. Es ist ja so, dass wir nicht nur verbal, also mit Worten sprechen, unsere Stimme hat noch verschiedene andere Qualitäten aufzuweisen und auch die fließen in den Kommunikationsprozess ein und vermitteln unserem Gegenüber gewisse Informationen. Die nächste Definition von Paul Ekman und Wallis Friesen aus dem Jahr 1969 geht nun mehr in die Richtung des Verhaltens. Sie sprechen fast nicht mehr von Kommunikation, sondern von Behavior, von Nonverbal Behavior. If we are to understand fully any instance of a person's nonverbal behavior, that is any movement or position of the face and or the body, we must discover that behavior became part of the person's repertoire. The circumstances of its use and the rules which explain how the behavior contains or conveys information. Der Mensch ist also ein Gesamtbild für Ekman und Friesen und sie sind beide Psychologen gewesen, die also natürlich auch in ihrer praktischen Arbeit festgestellt haben, mit psychischen Beeinträchtigungen, mit psychischen Problemen kommunizieren Menschen anders. Ihr Körper strahlt aus, dass es ihnen irgendwie nicht gut geht, wie bei jeder anderen Krankheit auch. Und sie haben eben versucht, diese Form der nonverbalen Kommunikation eben zu deuten. Was bei Ekman und Friesen ebenfalls noch keine besondere Rolle spielt, ist eben der weite Bereich der Parasprache. Da kommen wir jetzt zur linguistischen bzw. sprachwissenschaftlichen Definition. Diese Definition, wie gesagt, hier stammt aus dem kleinen Wörterbuch der Linguistik und sie besagt, nonverbale Kommunikation ist alles, was während eines Gesprächs nicht Sprache ist und dennoch etwas ausdrückt oder eine Aussage unterstützt. Also solche Ausdrucksmittel wie Mimik, Gestik, Auftreten und anderes, sowie Lautstärke, Stimmlage, Sprechrhythmus, Hüsteln und so weiter. Sie sehen, es fallen also jetzt auch breite Bereiche hinein, die bis dorthin eigentlich nicht abgedeckt wurden. Also was machen wir mit unserer Stimme, wenn wir sprechen? Wir drücken dadurch auch sehr viel aus, aber eben nicht in Worte gefasst. Und schließlich möchte ich Ihnen noch auf eine Definition einer Literaturwissenschaftlerin aufmerksam machen. Barbara Korte hat 1993 eigentlich das Standardwerk zur nonverbalen Kommunikation in der Literatur verfasst. Sie verwendet aber den Begriff Körpersprache synonym und ihre Studie heißt Körpersprache in der Literatur. Und darin untersucht sie die englische Erzählprosa. Sie beginnt eigentlich im Mittelalter und arbeitet sich durch bis Romane des 20. Jahrhunderts. Und für sie ist Körpersprache jedes dekodierbare, das heißt potenziell für einen Empfänger sinnhafte, nonverbale Verhalten. Egal, ob es nun bewusst oder unbewusst, intentional, also zielgerichtet, oder nicht intentional erfolgt. Und bei Barbara Kortes Definition zeigt sich schon ein weiterer Aspekt, nämlich, dass Körpersprache weniger ab den 80er Jahren
aus der Perspektive untersucht wird, was will derjenige, der sie verwendet, uns sagen? Denn das kann natürlich auch sehr zwiespältig werden. Da kann man im modernen Kaffeesatzlesen enden, denn, weil man versucht, irgendetwas in das Verhalten einer Person hinein zu interpretieren. Für die heutige nonverbale Kommunikationsforschung ist es spannend zu sehen, wie interpretiert das Gegenüber denn die Körpersprache eines Menschen? Was interpretieren wir hinein? Und das hat sehr oft mit unseren eigenen Erfahrungen, mit unserem kulturellen Hintergrund, mit unserer persönlichen Geschichte zu tun. Und weniger mit dem, was uns eine andere Person denn tatsächlich vermitteln will. Denn ein sehr großer Teil der nonverbalen Kommunikation verläuft unbewusst, zumindest von demjenigen, der sie sendet. Soweit wollte ich Ihnen eigentlich diese Gebiete vorstellen. Und nun möchte ich Ihnen die doch recht breit gefächerte Begrifflichkeit der nonverbalen Kommunikation etwas vor Augen führen. Es wird in der Forschung zwischen zwei großen Aspekten unterschieden. Einmal spricht man von den Modi des Nonverbalen, beziehungsweise Axel Hübler nennt sie die Felder des Nonverbalen. Und wie Modi uns ja schon sagt, geht es eigentlich hierbei um die Art und Weise, also um das Wie und das Womit wird kommuniziert. Der andere Aspekt, das sind die sogenannten Funktionsklassen. Und Funktionsklassen, wie der Name eigentlich schon sagt, stellen eine andere Frage an die nonverbale Kommunikation. Es geht darum, was wird uns kommuniziert. Die Modi des Nonverbalen, da gibt es 7 verschiedene. Und ich habe mich hier an Fernando Poyatos und an Axel Hübler orientiert, die diese 7 Felder aufgeführt haben. Sie unterscheiden zwischen Parasprache, physischen Eigenschaften, Körperbewegung oder Kinesik, Berührungsverhalten oder Haptik, Raumverhalten oder Proxemik, Artefakte und situationsabhängige Faktoren. Nonverbale Kommunikation im engeren Sinne wird bei den Punkten 3 bis 5 virulent. Also es gibt auch viele Forscher, die sich eigentlich auf diese 3 Aspekte konzentrieren und Parasprache, physische Eigenschaften, Artefakte und situationsabhängige Faktoren eher ausklammern. Aber um eigentlich ein Gesamtbild eines Kommunikationsaktes zu erhalten, muss man diese Aspekte mit beziehen. Ich habe jetzt einige sehr umfangreiche Folien für Sie vorbereitet, möchte die aber auch aus Zeitgründen etwas kürzer fassen. Es ist so, dass auch diese einzelnen Punkte, also die einzelnen Modi, wieder Unterpunkte beinhalten und es natürlich ein breites Spektrum an Begriffen gibt. Nicht alles ist unbedingt wichtig, wenn es um nonverbale Kommunikation in der Literatur geht, aber ich möchte Ihnen trotzdem eigentlich diesen Bereich abdecken und werde jetzt nicht auf alle Folien im Detail eingehen. Ich glaube, sonst sitzen wir heute Nachmittag noch da und damit hätten Sie bestimmt keine Freude. Zur Parasprache wollte ich Ihnen nur sagen, also Parasprache umfasst also unsere stimmlichen Qualitäten und die sogenannten Vokalisationen. Also alles, was mit Stimme zu tun hat, Lautstärke, Rhythmus, Tempo, Intention, Sprachhöhe, Tonhöhe eben, all das und die Pausengliederung unter anderem auch, all das fällt in den Bereich der Parasprache, aber natürlich auch verschiedene Sprachstörungen, wie zum Beispiel Stottern oder Lispeln, haben ja keine verbale Aussage, sondern es wird uns etwas vokal mitgeteilt, das wir in eine bestimmte Richtung interpretieren. Unterschieden wird nun eben zwischen Stimmqualitäten und Vokalisationen. Und bei den Stimmqualitäten ist es eigentlich so, dass wir es eher mit den konstanten und nur begrenzt kontrollierbaren Qualitäten der Stimme zu tun haben. Also wie wir in einer normalen Kommunikationssituation, ohne besonders aufgeregt, ohne besonders nervös, ohne wütend zu sein, miteinander sprechen, was für einen durchschnittlichen Tonhöhe wir haben, wie laut wir sprechen, ohne dass es uns das besonders auffällt, das wären eigentlich eher die Stimmqualitäten, die eben
zwar auch kontrollierbar, aber eher konstant sind. Bei den Vokalisationen ist es dann so, dass es hier vor allem um jene Bereiche geht, die eben auch stimmlich gewisse Zustände, gewisse vorübergehende, transitorische Momente uns mitteilen. Wenn jemand besonders aufgeregt ist, spricht er schneller. Wenn jemand wütend ist, spricht er lauter. Wenn jemand nervös ist und dann zu stottern beginnt, das aber eigentlich wieder vergeht, dann haben wir es in diesem Fall eher mit einer Vokalisation zu tun. Also es sind spontane und situationsabhängige Formen der Parasprache. Die werden auch nochmals in drei Kategorien unterteilt. Auf die würde ich nur ganz kurz eingehen. Also lautliche Charakteristika ist zum Beispiel so etwas, wenn ich huste, vermittle ich Ihnen, ja, mich kratzt im Hals, ich bin vielleicht ein wenig erkältet. Wenn ich hörbar lache, vermittle ich Ihnen, ja, mir geht's gut, ich bin sehr fröhlich. Also da geht es darum, dass man ganz spontan einen momentanen Zustand mit solchen lautlichen Geräuschen eigentlich unterstreicht. Lautliche Qualifikatoren hingegen, die sind nun die stimmlichen Qualitäten, die sich situativ über die kommunikative Äußerung legen. Also wenn wir in einer bestimmten Verfassung sind, verändert sich auch unsere Stimme, wie ich Ihnen vorhin gesagt habe. Plötzlich fängt man schneller an zu reden, weil die Zeit läuft davon und man muss ja noch so viel hineinbringen. Oder man ist nervös, man ist vielleicht übermüdet und spricht deswegen besonders langsam. Oder man ist aufgeregt. Aber das sind eben lautliche Qualifikatoren, die wieder vergehen, die eigentlich nur eine bestimmte Situation beschreiben. Lautliche Absonderungen hingegen, haben Sie bei mir schon oft gehört heute in meinem Vortrag, das sind, also all diese Worte sind eben keine, solche Laute, solche Absonderungen, die wir ins Gespräch einbauen, in unsere Rede einbauen, womit wir vielleicht den Gesprächsfluss ein wenig verzögern, damit wir mehr Zeit zum Nachdenken haben oder die schon irgendwie automatisch mitkommen, die eigentlich unsere Rede auch charakterisieren. Also lautliche Absonderungen sind all diese unartikulierten Laute wie U, M, die wir ständig auch von uns geben, ohne es eigentlich zu bemerken. Ich habe jetzt die Parasprache ein wenig ausführlicher gemacht, aus dem einen Grund, weil sich parasprachliche Elemente natürlich auch in der Literatur darstellen lassen. Nicht alle, und das ist eben das Besondere dieses Mediums Literatur, wir haben es ja eigentlich mit einem linearen Medium zu tun, also wir müssen den Text Wort für Wort lesen. Und wenn die indirekte Rede einer Person charakterisiert wird, dann kann das ein Autor eigentlich nur machen, indem er uns vorher sagt, er brüllte wütend und dann die Rede kommt. Wir haben also keine simultane Parasprache, wenn es um lautliche Qualifikatoren geht. Bei lautlichen Charakteristika und lautlichen Absonderungen ist es durchaus möglich, die auch in die direkte Rede einzufügen. Lautliche Absonderungen sind überhaupt kein Problem, man schreibt einfach die Ä, Üs und Ns hinein in die direkte Rede der Person. Interessant wird es aber dann, eben wenn man versucht, lautliche Qualifikatoren wie etwa nicht zu Ende sprechen oder ein vorübergehendes Stottern in den Text einzubauen. Das ist möglich. Wenn ein Satz nicht zu Ende gesprochen wird, kann man Auslassungszeichen verwenden, die mehrmals hintereinander in einem nicht abgeschlossenen Satz signalisiert uns eigentlich, die Person spricht nicht zu Ende, die hat aus irgendeinem Grund, hört die in der Mitte des Satzes auf. Und ähnlich funktioniert es auch mit Stottern oder Lispeln, so etwas kann mit Schriftzeichen eben verdeutlicht werden. Stottern etwa, wenn man die Silbe mehrmals wiederholt und dazwischen einen Bindestrich einfügt. Also solche Besonderheiten eben durch Schriftzeichen, die oft auch keinen Lautcharakter haben, wie eben die Interpunktionen einzufügen, ist eben durchaus möglich. Es ist ein sehr interessantes Gebiet, aber wie gesagt, es gibt sehr viele parasprachliche Momente, die eben nicht mit dieser Simultanität aufwarten können, wie eben andere Medien, wie der Film zum Beispiel oder auch das Schauspiel, also das Theater. Trotzdem ist es möglich.
Zu den physischen Eigenschaften möchte ich Ihnen eigentlich nicht besonders viel sagen. Ich glaube, das erklärt sich von selbst. Das sind all diese konstanten Körpermerkmale wie Größe, Gewicht, Haarfarbe, Augenfarbe, Gesichtszüge, die wir alle beim ersten Eindruck, wenn wir jemanden kennenlernen, sofort scannen und auch in einer gewissen Art und Weise bewusst oder unbewusst interpretieren. Und wie ich Ihnen schon vorhin gesagt habe, das Forschungsinteresse hat sich hier ein wenig verändert. Also bei den physischen Eigenschaften geht es auch natürlich beileibe nicht mehr darum, der Person, die die hat, etwas anzuinterpretieren, wie jemand, der eng zusammenliegende Augen hat, hat den bösen Blick, wie das noch im Mittelalter war. Also von solchen Ausführungen eben auch hin bis zur Physiognomik, die auch bis ins Dritte Reich hinein ihre grauenvollen Früchte getragen hat. Soweit geht also moderne nonverbale Kommunikationsforschung natürlich nicht, sondern es geht darum, wie wir denn jemanden interpretieren, also wie derjenige, der mehr oder weniger der Empfänger ist, auf die gesendeten physischen Merkmale einer Person auch reagiert. Kinesik, hier sind wir schon beim dritten Bereich, Kinesik ist also der große, weite Bereich der Körperbewegungen, der jede Form von Hand-, Fußbewegung, Mimik mit einbezieht, der auch bestimmte Stehpositionen, Gehpositionen, Handhaltungen, Sitzhaltungen umfasst. Und das ist ein sehr weiter Begriff, der eben vom Ethnologen Ray Birdwhistle begründet wurde, der eben ganz verschiedene Untersuchungen auch angestellt hat und der eben Kinesik als bewusst oder unbewusste psychomuskuläre Körperbewegungen und Posen jeglicher Art definiert. Die Kinesik wird nun wieder in vier Teilbereiche unterteilt: Gesichtsausdruck, Blickverhalten, Körperbewegung bzw. Körperhaltung und die Automatismen. Ich möchte Gesichtsausdruck und Blickverhalten und auch Körperbewegung eigentlich überspringen, denn ich denke, dass das selbsterklärend ist. Zum Gesicht vielleicht nur: Das Gesicht ist natürlich in der nonverbalen Kommunikationsforschung das interessanteste Medium. Wir können mit dem Gesicht alle Basisemotionen ausdrücken und die werden in der Regel auch verstanden und entziffert, und zwar universal. Aber man darf dem Gesicht nicht komplett vertrauen, denn wir haben nicht so sehr unter Kontrolle wie unsere Gesichtsmuskulatur. Das heißt, das Gesicht ist auch der gewandteste nonverbale Lügner. Blickverhalten besteht eigentlich aus Blickkontakt, Anblicken, Wegblicken. Damit werden Gesprächssituationen gesteuert natürlich auch. Und Blicke, das ist eben wieder eine Besonderheit der Literatur, die kann Blicke mit einem Adverb, einem Adjektiv, einem Epitheton benennen und sofort entsteht in uns allen das Bild, aha, so schaut derjenige drein. Nur wenn gesagt wird, jemand blickt frech oder forschend oder träumerisch, das ist wieder eine Besonderheit, eine besondere Ausprägung in der Literatur, dass man das eigentlich mit einem einzigen Wort schon eine Qualität benennen kann und die Interpretation auch steuern kann. Zu Körperbewegungen, glaube ich, das ist alles klar, das habe ich auch schon gesagt, dass eigentlich alle Bewegungsformen vom Hals abwärts, alle Formen der Bewegung der Extremitäten hier hineinzählen. Worauf ich ein wenig genauer eingehen möchte, sind die Automatismen, vor allem auch deshalb, weil die auch in der Literatur eine wesentliche Rolle spielen oder lange auch gespielt haben. Die Automatismen, das sind nun unkontrollierte und automatisch auftretende physiologische oder physiochemische Reaktionen des Körpers. Und das Interessante an ihnen ist, sie werden durch das vegetative Nervensystem und nicht durch das motorische gesteuert. Das motorische Nervensystem ist für unseren Bewegungsapparat zuständig. Das vegetative, das ist für unsere Gefühlswelt zuständig. Das heißt, in extremen Gefühlssituationen treten Automatismen auf. Ich habe Ihnen hier einige Beispiele genannt.
Erröten, Erbleichen, Schweißausbrüche, schweißnasse Hände, Zittern, beschleunigte Atmung und bis hin zum Ohnmachtsanfall. Und Automatismen wurden auch in der Literatur sehr gerne eingesetzt, weil dadurch, dass sie eben vom vegetativen Nervensystem gesteuert werden, das unserer willentlichen Steuerung eigentlich entzogen ist, sind sie eine sehr ehrliche Form von nonverbaler Kommunikation. Das heißt, ihnen wird meist unangesehen Glauben geschenkt und werden auch meistens eingesetzt, ganz bewusst und intentional. Also es gibt ein Ziel dahinter, wenn ein Autor eine Person in Ohnmacht fallen lässt oder sie erröten lässt. Und das soll uns etwas über diese Person aussagen. Ich habe zwar dieses Beispiel nicht auf Ihr Handout gegeben, aber in Fjodor Dostojewskis berühmten Roman Verbrechen und Strafe, also Schuld und Sühne, einige von Ihnen sicher kennen, für die Slawisten Pristublini in Akasania natürlich, da gibt es eine ganz wesentliche Ausgangssituation, denn die Hauptfigur Radion Raskolnikow hat einen Mord begangen. Er besucht dann wird aufgefordert, ein Polizeirevier zu besuchen, hat Angst, aber ist dann erleichtert, weil er merkt, es geht überhaupt nicht um diesen Mord. Er wird wegen einer Bagatelle, weil er seine Miete noch nicht bezahlt hat, dorthin bestellt, taucht dort auf, sitzt eigentlich im Vorraum in diesem Polizeirevier. Dort ist es zwar auch heiß und stickig, aber die Personen dort beginnen über diesen Mordfall zu sprechen an der alten Wucherin, die eben Raskolnikow umgebracht hat. Und daraufhin fällt er in Ohnmacht. Und dummerweise kommt gerade der Kommissar, der diesen Fall untersucht, jetzt in diesen Raum. Und, entschuldigen Sie, Porfiri Petrovic, also der Kommissar, sieht ihn am Boden liegen und er wird allein durch diesen nonverbalen Akt bereits misstrauisch. Es löst sein Interesse an dieser Person aus. Also Automatismen haben in der Literatur immer eine ganz wesentliche bewusst eingesetzte Rolle auch gespielt. Haptik ist nun das vierte Feld, das ich Ihnen vorstellen möchte, und auch das ist sehr interessant, denn hier geht es um das nonverbale Berührungsverhalten. Es geht um das kommunikative Berührungsverhalten und es werden in der Regel wird zwischen Fremd-, Eigen- und Objektberührung unterschieden. Fremdberührungen können nun ein Spektrum einnehmen von freundschaftlich bis offiziell, also Begrüßungskuss, Händeschütteln, Schlag auf die Schulter, bis hin zu aggressiv, also bis zum, verzeihen Sie, also bis hin zum Anrempeln, Schlagen. Das alles gehört eigentlich in diesen Bereich hinein. Und Objektberührungen und Eigenberührungen wurden dann von Ekman Friesen auch oftmals als Body Manipulators bezeichnet. Also sie dienen der Emotionsabfuhr eigentlich. Also sie sind Verlegenheitsgesten oder können Verlegenheitsgesten und Unsicherheitsgesten sein, wo es darum geht, eine gewisse Situation zu entschärfen. Viele von Ihnen kennen das vielleicht, man kaut an den Fingernägeln oder man kaut an einem Bleistift. Das wäre, also Fingernägel wäre natürlich Eigenberührung und kauen an einem Bleistift oder nervöses Spielen mit Ohrringen oder mit einem Schal, das sind Objektberührungen. Ein weiteres wesentliches Feld ist dann die Proxemik. Und bei Haptik und Proxemik, das vielleicht auch für diejenigen, die sich dann diesen Film von der New York University vielleicht nochmal auf YouTube auch anschauen möchten, das sind eigentlich die größten Fehlerquellen, wenn es darum geht, mit Menschen aus anderen Kulturkreisen in Kontakt zu treten. Hier kann wirklich einiges daneben gehen. Gerade bei der Haptik, beim Berührungsverhalten, gibt es sehr große Unterschiede. Axel Hübler nennt hier sehr gerne immer Nordamerikaner und Japaner, die in Geschäftsbeziehungen eigentlich immer sehr große Probleme haben, also in Japan oder in Nordkorea oder hatten, mittlerweile hat man sich, glaube ich, auch schon darauf eingestellt, in Japan, Korea, Nordkorea, Südkorea,
berührt man eigentlich seinen Gesprächspartner, vor allem in offiziellen Situationen oder in sozialen Kontakten, also in Gesprächssituationen, die Geschäftliches betreffen, so gut wie gar nicht. Man nimmt einen weiten Abstand, man reicht sich auch nicht die Hand, sondern man verbeugt sich, je nachdem, wie sehr geschätzt die Person ist, weiter nach vorne, umso geschätzter ist die Person. Je aufrichtiger man bei der Verbeugung bleibt eigentlich, umso weniger respektiert man diese Person. Im nordamerikanischen Raum ist natürlich dieses amikale Begrüßen von Geschäftspartnern etwas, was gang und gäbe ist. Und hier kam es eben sehr oft im Berührungsverhalten, aber auch in der Verletzung der Raumgrenzen, der Distanzen eben, zu großen Missverständnissen. Und die Proxemik, die beschäftigt sich nun also mit unserem Verhalten im Raum. Und wie wir zueinander in Distanz gehen, unsere Raumwahrnehmung auch und wie wir zum Beispiel uns in Gruppen platzieren, dass ich hier vor Ihnen stehe und Sie vor mir sitzen in Reihen, ist auch schon eine gewisse proxemische Einteilung logischerweise. Ich könnte auch sagen, stehen wir doch alle auf und stellen wir uns im Kreis umeinander auf. Wäre ein bisschen unpraktisch, aber das würde die Proxemik dieses Raumes komplett aufbrechen, natürlich. Also proxemisches Verhalten bezieht sich nicht nur um die Distanz, also auf die Abstände, die wir zu unseren Gesprächspartnern einnehmen, sondern es geht eben auch darum, wie weit sitzt man von jemandem weg, wie ist die sind die Sitze angeordnet und wie kommt es hier zu einer Kommunikationssituation. Ich habe Ihnen hier die vier Distanzformen, die Edward T. Hall, das ist der Begründer der proxemischen Forschung, angeführt hat. Er versteht Proxemik als eine allgemeine Semiotik des Raumes und er geht von einer intimen Distanz aus, wo eigentlich von nordamerikanischen, europäischen Distanzen ausgeht. Er nimmt immer eine nahe und eine weite Distanz an. Also die intime Distanz kann in manchen Kulturen bereits bei 45 cm beginnen. Das heißt, dass man hier wirklich einfach größeren Abstand halten muss, um wirklich einer Person nicht zu nahe zu treten, was für die einfach unangenehm ist. Und intime Distanz nimmt man eigentlich in einer Gesprächssituation meistens nur ein mit Personen, die man sehr gut kennt. Persönliche Distanz ist dann schon möglich, dass man die Person auf Armeslänge voneinander von sich fernhält, aber man kann natürlich noch Mimik sehr gut erkennen, man nimmt vielleicht auch noch den Körpergeruch wahr, mehr oder weniger unangenehm kann das sein, aber es trägt zur Kommunikationssituation bei. Und dann gibt es eben noch die weiteren Distanzen, die persönliche und die öffentliche Distanz. Öffentliche Distanz ist eigentlich das, was ich hier zu denjenigen einnehme, die hier ab der fünften, sechsten Reihe sitzen. Eigentlich können Sie mein Gesicht gar nicht mehr so gut erkennen. Oder Sie sehen, wie ich mit der Hand winke, Sie können meine Gesten interpretieren, aber genau jeden Augenaufschlag, jedes Muskelzucken sehen Sie eigentlich nicht mehr. Und die von Ihnen, die weiter vorne sitzen, die sind eigentlich eher in der sozialen Distanz zu mir. Also Sie können mich noch relativ gut wahrnehmen, aber was nicht mehr geht, ist das Berührungsverhalten mit einzunehmen. Also Haptik ist eigentlich bei dieser Distanz ausgeschlossen. Deswegen ist es eben diese soziale Distanz bereits. Gut, so viel zur Proxemik. Gesundheit. Und wir kommen jetzt zu den letzten beiden Punkten, die ich eigentlich kurz zusammenfassen möchte. Artefakte, habe ich vorhin schon gesagt, sind natürlich auch wichtig für eine Kommunikationssituation. Da geht es um alles, wie sich eine Person, um all das, wie sich eine Person präsentiert. Also was für Kleidung trägt sie, was für Make-up trägt sie, was für ein Parfum trägt sie. Handtaschen, Tattoos, Haarfarbe, also wenn man die Haare gefärbt hat. Man kann so vieles ausdrücken dann über die eigene Persönlichkeit, was man meist über Artefakte macht. Und das spielt natürlich auch eine Rolle. Das wird vom Gegenüber immer irgendwie interpretiert. Es wird wahrgenommen, vielleicht nicht bewusst,
aber es spielt eine Rolle im Kommunikationsablauf. Und auch die situationsabhängigen Faktoren spielen natürlich eine Rolle, auch wenn es jetzt nicht mehr dezidiert direkt um die Kommunikanten selbst geht, sondern es geht darum, in welchem Ambiente befinden wir uns. Also eine Kommunikationssituation läuft ganz anders ab, wenn man sich in einem gemütlichen, kleinen Zimmer befindet, mit netten Fauteuils, wo man sich unterhalten kann, einander gegenüber sitzt, als wenn man in einem dunklen, fensterlosen Raum steht oder auf harten Bänken sitzen muss. All das sind Faktoren, die in die Kommunikation mit hineinfließen natürlich. Soweit zu diesen Punkten. Jetzt habe ich noch 5 Funktionsklassen für Sie. Und dann möchte ich eigentlich schon schnell auf die Literaturbeispiele übergehen, beziehungsweise auf die Ausdrucksformen der nonverbalen Kommunikation in der Literatur. Bei den Funktionsklassen, wie gesagt, geht es darum, was kommuniziert wird. Es werden wieder 5 unterschieden. Es gibt Emotionsausdrucke, es gibt Externalisatoren, Illustratoren, Regulatoren und die sogenannten Embleme. Besonders spannend für die Literatur sind die ersten beiden und das letzte, also 1, 2 und 5. Warum? Illustratoren und Regulatoren treten immer sprachbegleitend auf. Ich habe Ihnen auch hier wieder Folien vorbereitet, aber ich möchte die Illustratoren und die Regulatoren eher überspringen, denn es geht eigentlich hier darum, eine Gesprächssituation zu unterstreichen bei den Illustratoren, also die beziehen sich auf die Inhalte, die gesprochen werden, aber die Regulatoren bleiben dem Gesprochenen gegenüber neutral. Also da wird eigentlich nur der Gesprächsablauf reguliert. Wer beginnt zu sprechen, wer hört auf, das kann auch mit Gesten, mit Handzeichen, mit einer auffordernden Geste, mit Kopfnicken vonstatten gehen, also das wären Regulatoren. Die Illustratoren sind dann nochmals ein bisschen spezifischer, aber sie unterstreichen immer das gesprochene Wort, heben das also hervor. Die Emotionsausdrücke sind natürlich in der Literatur sehr, sehr wichtig. Das ist nonverbale Kommunikation, die eben momentane psychische Befindlichkeiten einer Person anzeigt. Also gewisse Gefühle, Stimmungen, vorübergehende Gemütsverfassungen werden hier kommuniziert. Sie gelten auch als eine sehr verlässliche Informationsquelle, weil sie eben ganz spontan auftreten, wie eben in der Mimik, bei der Mimik, aber auch in der Gestik kann das sein, aber sie verschwinden natürlich auch wieder, wenn dieser Gefühlszustand zu Ende ist. Sind also transitorischer als die Externalisatoren. Externalisatoren kennzeichnen eine Person nämlich dauerhafter als die Emotionsausdrücke. Sie begleiten sie oftmals auch ein ganzes Leben lang. Da geht es eben nicht mehr um temporäre Gemütszustände. Da werden relativ stabile Gegebenheiten, also ein dauerhafter Gemütszustand, Einstellungen, Meinungen, Werthaltungen ausgedrückt über die Körpersprache. Und natürlich zählen auch einige Bereiche der physischen Eigenschaften zu den Externalisatoren. Also ein zuckendes Augenlid zum Beispiel, wenn das jemand ständig hat, aufgrund eines Unfalls vielleicht oder weil man eine Augenkrankheit hat, ne, dann wäre das ein kinetischer Externalisator. Also wir haben es mit Bewegung im Gesicht zu tun, deswegen kinetisch. Und Externalisator natürlich, weil es die Person längere Zeit kennzeichnet bzw. prägt. Die Illustratoren, habe ich Ihnen schon gesagt, die sind eigentlich Formen von nonverbaler Kommunikation, die das gesprochene Wort, also die verbale Sprache begleiten, die sie strukturieren, komplettieren und eigentlich auch den Inhalt manchmal versuchen mit Gesten oder Mimik zu verdeutlichen, zu verstärken. Hier gibt es die Unterschiede zwischen Sprachmarker, die Iktika, Raum- und Zeitmarker und Piktogramme. Ich möchte eigentlich, die ersten beiden, glaube ich, sind selbsterklärend.
bei den Raum- und Zeitmarkern, also da geht es darum, Größe oder Distanzen zu es mit Gesten eigentlich auszudrücken. Wenn ich zum Beispiel zu Ihnen sage, ich habe eine Ewigkeit gewartet, dann geht es um die Dauer. Oder wenn man versucht, Größe zu verdeutlichen. Also zum Beispiel, Sie haben 5 Kinder, wie die Orgel pfeifen. Das wäre zum Beispiel etwas, was Größe verdeutlicht, wären also Raum- oder Zeitmarker. Und Piktogramme kennen Sie natürlich auch, das ist, sind auch diese Bilder, die man oft an Flughäfen oder öffentlichen Räumen kennt, die eben von mehreren Personen besucht werden, die nicht alle die gleiche Sprache sprechen. Das wären eben solche Bilder, aber das kann man auch mit Körpersprache vermitteln. Piktogramme verdeutlichen ein Objekt, über das gerade kommuniziert wird, mit Gesten. Also man versucht, ikonisch etwas nachzuzeichnen. Wie zum Beispiel, Sie kennen vielleicht alle die Redewendung, die Geschichte hat so einen Bart. Wenn ich dazu diese Geste mache, dann versuche ich, den Bart nachzuzeichnen. Also ich versuche, den ikonisch nachzubilden. Die Regulatoren, habe ich Ihnen schon gesagt, hier geht es eigentlich darum, die bleiben neutral gegenüber dem Gesprächsablauf. Deswegen sind sie eigentlich auch nicht so besonders interessant für unsere Verhältnisse. Aber es geht darum eben, dass der Gesprächsfluss, dass der Gesprächsablauf geregelt wird. Und schließlich noch, spannend auch für die Literatur, sind die Embleme. Embleme sind nun nonverbale Akte, für die es eine direkte sprachliche Übersetzung bzw. eine Wörterbuchdefinition gibt. Das ist an den Emblemen deswegen auch so interessant. Sehr viele nonverbale Kommunikationsformen bedienen sich einer analogen Kommunikation. Also man versucht, eine gewisse Ähnlichkeit herzustellen. Das ist zum Beispiel so, wenn man gewisse Emotionen im Gesicht ausdrückt. Paul Watzlawick hat diese Unterscheidung getroffen, also der berühmte Psychologe. Und er sagt, es gibt auch digitale Formen der Kommunikation. Das ist natürlich unsere Sprache. Das ist etwas, was wir erlernen müssen. Und die Zuweisung der Zeichen, die erfolgt hier willkürlich. Und ähnlich läuft es eigentlich auch mit den Emblemen. Sie kennen vielleicht alle das OK-Zeichen, das Victory-Zeichen, den ausgestreckten Mittelfinger zeige ich Ihnen jetzt nicht, Kopfnicken und Kopfschütteln zur Bejahung und zur Verneinung. Aber was mit den Emblemen einhergeht, sie sind, wie gesagt, kulturell geprägt und sie sind erlernt. Das heißt, es kann zu sehr großen Missverständnissen kommen, wenn man Embleme außerhalb des eigenen Kulturkreises verwendet. Die können drastisch missverstanden werden. Was etwa dem früheren amerikanischen Präsident Nixon passiert ist bei einem Besuch in Lateinamerika, als er aus dem Flugzeug aussteigt und das OK-Zeichen machen wollte. Das ist ich weiß nicht, in welchem Land er war, aber es wird dort als eine äußerst obszöne Geste aufgefasst. Das hat also diplomatische Verstimmungen hervorgerufen. Aber Sie sehen, Embleme sind also auch eine Form von nonverbaler Kommunikation, die man in der Literatur beschreiben kann und die einen wesentlichen Kommunikationswert besitzen. In der Prosaliteratur habe ich nun versucht, Ihnen drei Formen der nonverbalen Kommunikation, drei Abstufungen aufzuzeigen. Das nonverbale Figurenverhalten einer Person in der Literatur, eines Protagonisten oder jeglicher Figuren, die haben natürlich Kommunikationswert und die führen dazu, dass wir Rezipienten das literarische Werk in einem bestimmten Zusammenhang lesen. Sie spielen wesentlich zur Sinnkonstituierung, tragen sie bei. Und sie stellen uns eigentlich ein breites Repertoire zur Verfügung. Und wie ich schon gesagt habe, wenn Körpersprache in der Literatur beschrieben wird, messen wir Leserinnen ihr automatisch eine gewisse Bedeutung zu und wir interpretieren sie auch in eine gewisse Richtung. Das kann nun unterschiedlich verlaufen, also auf der direkten Ebene der Figurenkommunikation in einem Text ist es natürlich auch so, dass das Gegenüber die Körpersprache der Figur liest und auch diese interpretiert. Also schon auf der Figurenebene zeichnet sich durch nonverbale Kommunikation, die eben lesbar ist, auch für die anderen Figuren,
eine bestimmte Charakterisierung dieser Person ab. Nonverbale Kommunikation kann darüber hinaus aber auch ganze Situationen und Ereignisse in einem literarischen Text beschreiben und verdeutlichen und deren Wirkkraft nachträglich unterstreichen. Ich habe Ihnen dafür ein Beispiel mitgebracht, besser gesagt zwei Beispiele auf Ihrem Handout, die relativ lang jetzt zwar sind, aber ich möchte Ihnen hier eigentlich auch die Unterschiede verdeutlichen, wie denn Literatur, also wie nonverbale Kommunikation in der Literatur wirken kann. Und drittens möchte ich eben noch ergänzend dazufügen, auch der Erzähler hat natürlich eine gewisse Freiheit, wenn er uns nonverbale Kommunikation seiner Figuren beschreibt. Zum einen kann er Figuren beschreiben, die gerade alleine sind, deren nonverbales Verhalten also nur für uns Leser sichtbar gemacht wird. Und dadurch werden wir in eine gewisse Interpretationshaltung auch geschoben. Und natürlich kann er diese nonverbale Kommunikation auch ganz deutlich bewerten, um unsere Einstellung zu dieser Figur wesentlich zu verändern, entweder ins Positive oder ins Negative. Das erste Beispiel, das ich Ihnen mitgebracht habe, ist von Franz Kafka. Und ich glaube, die Verwandlung kennen die meisten von Ihnen. Ich habe hier eine Textpassage ausgewählt, möchte Ihnen eigentlich nur den Beginn kurz vorlesen. In dieser Textpassage, das ist eigentlich einer der Höhepunkte am Ende der Erzählung, als die Zimmerherren bemerken, dass Gregor, also der zum Käfer mutierte Sohn des Hauses, ein Nachbar von ihnen ist, weil er eben auf die Musik seiner Schwester reagiert und aus dem Zimmer krabbelt und eben sichtbar wird. Dann reagieren Vater und Schwester von Gregor auf dieses Erscheinen. Und ich möchte Ihnen hier ab, er eilte zu Ihnen. Das ist 2, 4, 5, ist die sechste Zeile. Ganz kurz etwas vorlesen. Er eilte zu Ihnen und suchte Sie mit ausgebreiteten Armen in Ihr Zimmer zu drängen und gleichzeitig mit seinem Körper Ihnen den Ausblick auf Gregor zu nehmen. Sie wurden nun tatsächlich ein wenig böse. Man wusste nicht mehr, ob über das Benehmen des Vaters oder über die ihnen jetzt aufgehende Erkenntnis, ohne zu wissen, einen solchen Zimmernachbar wie Gregor besessen zu haben. Sie verlangten vom Vater Erklärungen, hoben ihrerseits die Arme, zupften unruhig an ihren Bärten und wichen nur langsam gegen ihr Zimmer zurück. Die Situation heizt sich dann weiter auf. Der Vater versucht immer mehr, die Zimmerherren in ihr Zimmer zu drängen. Also er wird auf proxemischer Ebene übergriffig gegenüber seinen Gästen und das macht die wütend. Das macht sie fast noch mehr wütend als die Erkenntnis, dass sie hier neben einem Käfer gewohnt haben. Einer der Zimmerherren stampft dann auf, er fühlt sich hinters Licht geführt und auch die Beschwichtigungsversuche der Schwester laufen auf nonverbaler Ebene ab. Sie läuft in das Zimmer und versucht, die Betten der Zimmerherren herzurichten. Und all diese, diese Emotionsausdrücke sind natürlich, haben eine gewisse Unterwürfigkeit, sollen beschwichtigen, erzielen aber genau das Gegenteil. Also die Zimmerherren reagieren auf die nonverbale Kommunikation ganz im gegensätzlich so, als es die beiden Akteure gerne hätten. Und Sie sehen hier eigentlich, es wird relativ wenig mit direkter Rede, also mit verbaler Sprache in dieser Situation gearbeitet, in dieser Textpassage gearbeitet. Trotzdem ist die Virulenz und die Bedeutung für die Familie eigentlich erkennbar, denn wenn sie die Zimmerherren verlieren, verlieren sie ihre letzte Einnahmequelle. Und deswegen reagieren eigentlich Vater und Schwester auch dermaßen über. Ich habe Ihnen im Vergleich dazu gleich noch ein zweites Beispiel mitgebracht, wenn Sie umblättern. Ein langer Auszug aus Fjodor Dostojewskis Dämonen, in dem es um die Beschreibung einer Nebenfigur in diesem Roman geht. Und der Erzähler ist in dieser Situation ein homodiegetischer Erzähler,
Was bedeutet, er ist zwar eine Person, die im Roman auftritt, aber eine Nebenfigur. Und er beschreibt uns jetzt das erste Treffen mit einem berühmten Dichter, dem Dichter Karmasinow, der eben von der Witwe Stavrogina eingeladen wurde, um einen Vortrag zu halten. Und ich glaube, wir brauchen uns eigentlich nur die ersten paar Zeilen durchzulesen, um zu sehen, wie hier dieser Erzähler arbeitet. Er war ein sehr kleiner, gezierter, alter Herr von übrigens nicht über 55 Jahren, mit ziemlich frischem Gesicht und dichten grauen Löckchen, die unter seinem runden Zylinderhut hervorquollen und sich um seine sauberen, rosafarbenen kleinen Ohren bauschten. Sein sauberes Gesichtchen war nicht gerade hübsch, mit den langen, dünnen, verschlagen, zusammengekniffenen Lippen, der etwas fleischigen Nase und den stechenden, klugen, kleinen Augen. Er war etwas altmodisch gekleidet und trug eine Art ärmellose Pelerinenmantel, wie man ihn um diese Jahreszeit etwa in der Schweiz oder in Oberitalien trägt. Aber dafür waren wenigstens alle kleineren Bestandteile seiner Kleidung wie Hemdknöpfchen, Chemisettchen, Rockknöpfe, die Schildblatt-Lorgnette an schmalen schwarzen Bändchen, der Siegelring unbedingt genau von der Art, wie sie auch sonst von Leuten mit untadelig gutem Geschmack getragen werden. Dann, einige Zeilen später, widmet er sich der Stimme und sagt: Da er bemerkte, dass ich ihn interessiert ansah, wandte er sich mir zu und fragte mich mit süßlichem, wenn auch etwas näselndem Stimmchen: Gestatten Sie die Frage, wie komme ich auf den nächsten Weg zur Bulkow-Straße? Und etwas später wird die Stimme von Karmasinow dann nochmals als ein scheußliches Organ beschrieben. Die ganze Situation, die sich dann abspielt, möchte uns der Erzähler vermitteln, dass Karmasinow eigentlich ein überheblicher Charakter ist, der sich viel auf sich einbildet, aber eigentlich gar kein so bedeutender Schriftsteller ist und dass er Menschen von oben herab behandelt, denn er unterstellt ihm, dass er ganz gezielt eine Tasche fallen ließ, damit er sie für ihn wieder aufhebt. Also hier wird sehr viel mit Externalisatoren gearbeitet, also mit länger anhaltenden Zuständen einer Person und natürlich auch mit physischen Eigenschaften. Die werden uns beschrieben, aber im Gegensatz zur Kafka-Passage werden sie uns absolut wertend beschrieben. Am Ende dieser Passage ist uns Karmasinow unsympathisch. Und das ist das Ziel, ja, des Erzählers auch gewesen und wahrscheinlich auch des Autors, denn Karmasinow, was den Zeitgenossen damals auffiel von Dostojewski, sollte eine Parodie auf Iwan Turgenew sein, also auch einen berühmten russischen Autor, der eigentlich Dostojewskis Erzfeind war, nachdem er ihn einmal um Geld gebeten hat, Turgenew, der sehr reich war, ihm aber nur die Hälfte des Betrags zukommen ließ, waren die beiden Spinnefeind und haben nie wieder miteinander gesprochen. Und Dostojewskis Zeitgenossen haben tatsächlich in dieser Beschreibung Karmasinows Turgenew wiedererkannt. Uns heutigen Lesern geht diese Übereinstimmung oder diese Parodie natürlich verloren, denn auch der heutige russische Leser weiß eigentlich kaum mehr, wie Turgenew aussah, geschweige denn, wie seine Stimme geklungen hat. Das ging gar nicht mehr, der ist 1883, glaube ich, verstorben. Da gab es noch nicht mal Phonogramme, Phonographen gab es schon, aber erst seit 5 Jahren. Ich glaube nicht, dass Turgenews Stimme jeweils aufgenommen wurde. Also Sie sehen, nonverbale Kommunikation ist durchaus auch transitorisch, kann also in der Zeit schwinden und vergehen, sich in historischem Ablauf, im zeitlichen Ablauf auch verändern. Gut, ich habe dann noch einige Beispiele für Sie mitgebracht. Und mir ist gerade aufgefallen, das letzte Beispiel, also das Beispiel 6, ist ebenfalls aus den Dämonen. Damit wollte ich Ihnen eigentlich, das habe ich in der Hitze des Gefechts vergessen, ich wollte Ihnen das beim Bereich Haptik und Proxemik eigentlich vorlesen,
Denn hier wird die gesamte Szene eigentlich durch das proxemische und haptische Verhalten der beiden Figuren aufgebaut und überliefert. Das würde ich jetzt lieber aussparen. Das können Sie sich selbst noch nachlesen. Ich möchte Ihnen nun einige Untersuchungsschwerpunkte zur nonverbalen Kommunikation vorstellen, die auch Barbara Korte in ihrer Studie Körpersprache in der Literatur anführt. Sie spricht davon, dass es natürlich historische Veränderungen, historisch bedingte Veränderungen von nonverbaler Kommunikation gibt. Das heißt, dass wir Texte von früheren Autoren heute vielleicht schon gar nicht mehr in ihrem ganzen Umfang erfassen können, was die eben da uns an nonverbaler Kommunikation beschreiben, weil sich eben diese Formen verändern. Und sehr deutlich wird das etwa bei Emblemen. Wie ich Ihnen schon gesagt habe, das sind eigentlich sprachersetzende Gesten, wie eben Victory-Zeichen und Okay-Zeichen. Und so etwas hat es immer schon gegeben, über die Jahrhunderte hinweg. Aber die Bedeutung kann durchaus eben auch verloren gehen. Und ein Beispiel habe ich Ihnen hier für solche historisch bedingten Veränderungen von nonverbaler Kommunikation eben mitgebracht, aus dem Romanzyklus Gargantua et Pantagruel von François Rabelais, den dieser zwischen 1532 und 1552 verfasst hat. Und hier kommt es im zweiten Band zu einem Gebärdenwettstreit zwischen zwei Gelehrten. Der englische Gelehrte Thomast und ein Gefolgsmann Pantagruels, Panurge, treten miteinander in Wettstreit und sie dürfen dabei aber keine Worte verwenden. Sie sollen in einen Gebärden-, in einen Gestenwettstreit treten. Und was hier ermittelt werden soll, ist allerdings sehr interessant, nämlich allein durch die Gebärden und Gesten soll herausgefunden werden, wer da von den beiden denn der Gebildetere ist. Versuchen Sie mal, Sie wissen ja, ich werde heute gefilmt, deswegen werde ich Ihnen diese Gesten jetzt nicht vormachen. Sie dürften das eigentlich. Wenn ich es langsam vorlese, versuchen Sie es mal. Ich schaue auch nicht hin, ist ja nur ich, die es sehen kann. Aber damit vergegenwärtigen Sie sich eigentlich, wie was die da treiben, diese beiden Figuren. Wie nun die ganze Versammlung schweigend und aufmerksam da saß, hob der Engländer beide Hände getrennt in die Luft, legte ihre Fingerspitzen zusammen, haben Sie's? Die auf diese Weise, was man bei uns in Chinon einen Hühnersteiß nennt, bildeten und schlug viermal mit den Nägeln gegeneinander. Dann spreizte er die Finger wieder aus, schlug einmal stark mit der flachen Hand in die andere, wiederholte dies mit geschlossenen Fingern noch zwei, mit der flachen Hand noch viermal und faltete dann beide Hände wie zum Gebet. Das sind also die Gesten von Thomast. Sogleich erhob Panurge die rechte Hand, streckte den Daumen in das rechte Nasenloch, brachte die übrigen vier Finger mit der Nasenspitze in eine Linie, kniff das linke Auge zu und schielte mit dem rechten, wobei er Augenbraue und Lid stark zusammenzog, Sie dürfen aufgeben. Dann hob er die linke auf und hielt sie mit ausgestreckten Finger, aber emporgereckten Daumen, ungefähr eine Armeslänge entfernt der rechten gegenüber, senkte hierauf beide in gleicher Stellung gegen die Erde und hielt sie zuletzt in mittlerer Höhe dem Engländer entgegen, als ob er ihn auf die Nase ziele. Um Ihnen das nur mal zu vergegenwärtigen, der macht so, geht runter, geht wieder rauf und zeigt auf sein Gegenüber. Und diese Geste hat gewonnen. Also Panurge wurde als der Gebildetere von den beiden Wissenschaftlern auserkoren. Was allerdings hier verloren gegangen ist, das ist die Bedeutung der Embleme. Es ist nämlich so, dass diese Gebärden, das hat der Literaturhistoriker Lutz Röhrig herausgefunden, im Mittelalter durchaus emblematischen Charakter hatten. Und zwar, was Panurge gemacht hat, dieses lange Nasedrehen, das kennen wir heute noch, das ist eine Geste der Verspottung. Also eigentlich macht er sich über sein Gegenüber lustig.
Und das hatte dann eben auch zur Folge, dass diese Passage für die Leser des 16. Jahrhunderts noch was lustiger gewesen ist als für uns. Für uns ist es schon eigentlich sehr komisch, wie diese Gebärden ausgeführt werden. Für die ist es aber wirklich so, als ob Panurge sich hingestellt hätte und den ausgestreckten Mittelfinger seinem Gegenüber gezeigt hat, der das aber nicht entziffern konnte, das nicht lesen konnte, alle eigentlich völlig deplatziert reagiert haben und Panurge für diese Geste als einen hochgebildeten Wissenschaftler gelobt haben. Natürlich der parodistisch-ironische Charakter der Rabelais-Romane spielt da natürlich auch eine ganz wesentliche Rolle hinein, aber wie gesagt, das ist eine Bedeutungsebene, die uns eigentlich beinahe schon verloren gegangen ist. Ganz wichtig, also eine weitere Möglichkeit, eine weitere Untersuchungsform wäre eben, dass man auf kulturell geprägtes nonverbales Verhalten eingeht, weil eben auch hier es zu ganz groben Missverständnissen kommen kann. Barbara Korte zum Beispiel hat nonverbale Kommunikation, eben wie ich Ihnen gesagt habe, in angloamerikanischen Prosatexten untersucht, hat aber auch Sinologie studiert und kann einige chinesische Romane anführen im Vergleich zu westeuropäischer Literatur und hat etwa festgestellt, dass in einem chinesischen Roman öfters mal vorgekommen ist, dass ein Protagonist die Zunge herausgestreckt hat. Das wäre jetzt für uns etwas Irritierendes, das wir vielleicht mit schlechtem Benehmen zusammendenken, aber dem wir jetzt nicht unbedingt die Bedeutung Überraschung oder Erstaunen beifügen würde. In den chinesischen Romanen ist das aber durchaus der Fall. Es wird so interpretiert von einem chinesischen Leser. Für uns wäre eine Form der Überraschung, wenn zum Beispiel im Text steht, er riss die Augen weit auf. Und das wäre aber in einem chinesischen Roman eigentlich ein Zeichen von Angst. Es würde von einem chinesischen Publikum, von einem chinesischen Rezipienten so interpretiert. Sie sehen also auch schon mit so ganz kleinen Beschreibungen muss man auch als Übersetzer oder Übersetzerin wahnsinnig vorsichtig sein, denn das kann in einem anderen Kulturkreis völlig anders interpretiert werden. Kulturell geprägtes nonverbales Verhalten, ich werde jetzt ein wenig abkürzen, obwohl mir das leid tut. Ich hätte wieder ein Beispiel von Dostojewski für Sie, aber ich glaube, das können Sie sich auch alleine durchlesen. Als Embleme werden nämlich unter anderem auch religiöse Gesten, religiöse Rituale verstanden. Und in diesem Abschnitt, den ich hier Ihnen mitgebracht habe, das ist der Abschnitt, also das Beispiel 4, wird beschrieben, wie Dostojewski in den Aufzeichnungen aus seinem Totenhaus das Sabbatgebet des einzigen jüdischen Häftlings in diesem Gefängnislager beschreibt. Und hier gibt es ganz umstrittene Meinungen zu dieser Beschreibung. Fest steht, dass Dostojewski selbst mit dem Judentum keinen Kontakt hatte und natürlich auch die religiösen Rituale nicht kannte. Für ihn waren die fremd und irritierend. Er hat sie einfach beschrieben, was ihm daran komisch vorkam. Das hat er eigentlich dem Charakter des Protagonisten zugeschrieben, der eigentlich im Gefängnislager auch oft als der fröhliche Hans Wurst aufgetreten ist. Und weniger mit dem religiösen Ritual selbst zusammengebracht, mit dem er auch wenig anfangen konnte. Er kann zum Beispiel auch keine Fachbegriffe eigentlich verwenden wie Tefillin oder Talit, also den jüdischen Gebetsmantel bzw. die Gebetsriemen. Die beschreibt er zwar, aber er kennt die Worte dafür nicht. Also hier haben wir auch wieder einen ganz interessanten Unterschied im kulturell geprägten Verhalten. Wie gesagt, da gibt es eine umfangreiche Diskussion dazu. Ich möchte eigentlich mit Ihnen zum Schluss noch auf das genderspezifische nonverbale Verhalten ganz kurz eingehen, weil ich dafür einfach ein sehr schönes Beispiel habe. Und Axel Hübler hat in seiner Studie unter anderem auch genderspezifische Posen und Sitzhaltungen aufgezeigt, untersucht. Ich habe Ihnen hier eine Reihe, er hat hier mehrere Seiten aufgezeigt, mitgebracht und
Was wir eigentlich daraus herauslesen können, was auch Nancy Henley bestätigt, ist, nonverbales Verhalten wird uns auch geschlechterspezifisch oft anerzogen. So, wir sind da sowohl kulturell geprägt, aber es geht auch darum, Frauen und Männer verfügen über unterschiedliche nonverbale Kommunikationen. Das tun sie nicht von Geburt auf, das ist eigentlich Kultur und Erziehung. Und die Beispiele, die hier Hübler zeigt, wie Sie sehen, die Beispiele 2, 4, 6 und 9 wären eher typische Sitzpositionen von Frauen, während die anderen eher typisch für Männer sind. Und Korte sagt, es ist nun mal in den westlichen Kulturen der Fall, Männer werden eher dazu erzogen, Selbstbewusstsein, Offenheit zu demonstrieren und auch Durchsetzungsvermögen. Körperhaltungen, bei denen die Extremitäten vom Körper wegzeigen, also offene Sitzpositionen, offene Handhaltung auch, die suggerieren auch Offenheit in sehr vielen Fällen und Zugänglichkeit, und sie suggerieren eigentlich auch eine gewisse Form von Selbstbewusstsein. Und das ist natürlich auch wieder erziehungsbedingt. Frauen wird es schon als kleines Mädchen eher eingeprägt, weniger Zugänglichkeit und Offenheit zu demonstrieren. Dementsprechend eigentlich auch diese Sitzpositionen eher. Soll jetzt nicht heißen, dass es nur die für Frauen und nur die für Männer gibt, natürlich, um Himmels Willen. So eingefahren ist das nicht. Aber es geht um die Art und Weise, wie wir lernen, von Kindheit an Platz einzunehmen, Selbstbewusstsein zu demonstrieren. Und das hat sehr viel eben auch mit geschlechtsspezifischer Erziehung zu tun. Was ich hier Ihnen noch mitgebracht habe, ist ein sehr schönes Beispiel aus Mark Twain's The Adventures of Huckleberry Finn. Vielleicht einige von Ihnen als Kinder schon gelesen haben. Das ist ein Ausschnitt aus dem 8. Kapitel, und um Ihnen nur die Vorgeschichte zu erklären. Huckleberry Finn befindet sich auf der Flucht mit dem Sklaven Jim, den er befreit hat, und kommt in eine Stadt und erfährt, dass es hier Gerüchte gibt, dass er ermordet worden wäre. Und um nun diesen Gerüchten auf die Spur zu gehen, beschließt er, sich als Mädchen zu verkleiden und bei einer Farmersfrau anzuklopfen, um die eigentlich auszufragen über diese Gerüchte. Das misslingt ihm kläglich, denn die Farmersfrau identifiziert ihn nach einigen Minuten als Jungen. Und sie erklärt ihn dann, warum das der Fall ist, was hier passiert ist. Stellen Sie sich das bitte in einem Südstaaten-Slang vor, was ich Ihnen jetzt vorlese. Ich kann das leider nicht nachmachen. Aber Sie haben ja den Auszug auch. You do a girl tolerably poor, but you might fool men, maybe. Bless you, child, when you set out to thread a needle, don't hold the thread still and fetch the needle up to it. Hold the needle still and poke the thread at it. That's the way a woman most always does, but a man always does the other way. And when you throw at a rat or anything, hitch yourself up a tiptoe and fetch your hand up over your head and awkward as you can and miss your rat about 6 or 7 feet. Throw stiffly. Stiff-armed from the shoulder, like there was a pivot there for it to turn on, like a girl, not from the wrist and elbow with your arm out to one side, like a boy. And mind you, when a girl tries to catch anything in her lap, she throws her knees apart. She don't clap them together, the way you did when you catched the lump of lead. Also hat sich gleich durch 3 Punkte verraten, und diese 3 Punkte waren fast immer mit dem Umgang mit Artefakten verbunden. Er hat zunächst einmal, konnte eine Nadel nicht einfädeln. Natürlich, es fehlte ihm die Übung, hat er nicht gemacht. Die Farmersfrau hat sofort erkannt, dass er das noch nie gemacht hat, und für ein 10-12-jähriges Mädchen war das schon mal untypisch im 19. Jahrhundert in den Südstaaten. Als nächstes hat sie ihm ein Bleistück zugeworfen und von ihm verlangt, dass er alles nach einer Ratte wirft.
Er hat das Bleistück in seinem Schoß aufgefangen, indem er die Beine zusammengeklappt hat. Sie sagt, Mädchen machen das nicht, die geben die Beine auseinander. Warum? Es ging um das Artefakt im 19. Jahrhundert, die Kleidung. Die hatten lange Röcke an und konnten ihre langen Röcke eigentlich als Fangnetz verwenden. Das ist also Körpersprache, die sich natürlich über die Jahre dann auch wieder verändert hat, also auch aus historischen Gründen heraus. Und schließlich hat er dann auch noch geübt, diese Ratte getroffen. Und das ist natürlich ein Vorurteil, das die meisten von uns, glaube ich, auch noch kennen aus der Schule. Mädchen können nicht werfen. Er hat sich einfach hier in diesem Fall geschickter angestellt als beim Einfädeln der Nadel. Also es wird hier auch schon mit gewissem Rollenverhalten, mit klassischen Rollenverhalten gespielt. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass Mark Twain hier das Ganze schon etwas ironisch versucht hat aufzuzeigen, aber er hat uns zumindest sensibilisiert für diesen unterschiedlichen Umgang mit Artefakten, also mit Körpersprache, die eben auch durchaus geschlechtlich unterschiedlich sein kann. Damit bin ich nun am Ende angelangt und es tut mir wahnsinnig leid, dass wir nur mal 5 Minuten für die Diskussion haben. Ich weiß nicht, wie mir das passieren konnte. Zu Hause bin ich immer schneller, glauben Sie mir. Trotzdem vielen, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und vielleicht haben Sie ja noch einige Fragen. Dankeschön.